Wenn wir uns jetzt allen eine kleine Verschnaufspause gönnen, und zwar mit einem ganz jungen Künstler. Mit seinen 20 Jahren ist er bereits in die Profiliga aufgestiegen von den Jongleuren, da bei uns in der Schweiz. Seine Ausbildung zum Jongleur hat er an Zirkusschulen in unserem nördlichen Nachbarland, nämlich in Deutschland, aber auch hier in der Schweiz absolviert. Und damit so seine Gelenke ziemlich gelenkig bleiben, also ölig, geschmeidig, muss er trainieren, und zwar jeden Tag zwischen 3 und 4 Stunden. Und nächstes, was ist es etwa, in 20 Tagen, dann geht er auf Tournee, ein ganzes Jahr, und zwar mit dem Zirkus Harlekin. Bevor er jetzt eben dort startet, kommt er noch zu uns da an die MUBA ins Rätseltaff. Und eine von seinen Spezialitäten, das sind da die Kreuzjonglierungen. Also er macht es jetzt sicher besser. Hier sind ein Applaus für den Urs Rohrer. Der Urs Rohrer, der ist enorm gefordert worden. Wir haben auch vom Rätseln verschnaufen.